Mystery Manor. Linda Castle. Ja, was zur Hölle machst du denn hier? Das ist eine gute Frage. Wieso ist der hier? Wenn ihr noch da seid, ihr könnt gerne mitbestimmen. Ach du Scheiße. Alter Falter. Okay. Also wie gesagt, ihr könnt gerne mitmachen. Dafür ist die Urfrage da, ne? Was zur Hölle machst du hier? Der Filmstreifen. Hast du ihn? Hey, langsam. Entschuldigung, wer genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddie, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opie. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Oh, das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller anderen. Oh, bitte. Glaubst du echt an den Fluch? Ja, es gibt Höchstwahrscheinlichkeit. Ach komm, wir reden hier von einem Horrorspiel. Natürlich gibt's einen Fluch. Natürlich. Das liegt an der Kamera. Linda. Linda. Ob sie irgendwann als Survivor in DPD reinkommt? Wahrscheinlich, oder? Ich denke schon. Oh, hör auf, Sam. Glaubst du wirklich an einen Fluch? Das ist nicht echt. Wie kannst du das sagen, nach dem, was passiert ist? Was ist denn passiert? Du weißt wirklich nichts mehr? Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist, damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich... Nein, tut mir leid. Ja. Sag mir einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und sie? Wir haben alle unser Stück. Oh, Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Aber Augustine hat uns ein Angebot gemacht. Und ihr habt es abgelehnt. Richtig? Ja, haben wir es noch nicht festgelegt. Ja, komm, ein bisschen Hoffnung kann man geben. Oder? Ich weiß, dass ihr da seid, Leute. Ihr seid auch echt viele. Ich meine, Leute, what the fuck? 337 Zuschauer. Was ist los bei euch? Alter, na gut. Der eine Kurke hat es ja auch mit 425 geratet. Da kann ja auch gerne ein paar hier bleiben. Da freue ich mich natürlich Wir sehr. Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Ist doch okay. Was, oder? Damit können wir arbeiten. Ja, siehst du? Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es reine ich hab bösartige eine Theorie. Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Oh, okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das?
Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganove. Okay. Scheiß drauf! Ich hab genug von deinem Scheiß. Sollten wir ihm folgen? Geh los und behalte Stan im Auge. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. Oh, sind wir als Madison unterwegs? Gott, schön. War das vorhin verschlossen? Ja, aber Stan, ich folge nicht über anders lang gehen. Ich bin einer, der sich gerne umsieht. Und schon bin ich am Ende angekommen. Toll. Ja, gut. Ach, Mensch. Ja, werden sich Leute auf YouTube aber freuen. Hey! Hey, warte doch mal! Stan! Wo ist er hin? Der ist in den Fernseher reingefallen. Warum ist das hier? Ey, das ist die andere. Ah, das ist doch hier in diesem Kuriositätenladen. Da haben wir den Fernseher gefunden, haben ihn angemacht. Und wir wussten nicht, was wir da anfangen sollten. Das, was wir jetzt auch nicht wissen. Aber sehr interessant. Suche weiter nach Stan. Interesting. Ich finde das Konzept sehr gut von dem Spiel bis jetzt. Ne? Da kann man öffnen. Das ist mir egal. Ich gehe jetzt auf mich jetzt hin zurück. Da ist jetzt... Okay. Okay. Ach ja, genau. Meine Theorie, die ich hatte. Ich glaube, dass Chris, die in ein Portal gesaugt wurde, eigentlich Augustine ist. Das ist meine Theorie. Und jetzt ist... plötzlich der Fernseher weg. Ich könnte theoretisch da lang, ich könnte aber vielleicht auch hier lang. Okay, beide Türen theoretisch zu öffnen. Gucken wir mal, was passiert, bin ich da. Es passiert gar nichts, okay. Hat sich das ja schon erledigt. Was sehen wir denn hier draußen? Ah, eine Terrasse, okay. Na, dann gehen wir hier lang. So. Wieso muss ich jetzt ein Stan! Hockst du etwa auf der Toilette oder was? Ja, das wird Sinn. Guck mal, man kann hier öffnen, aber ich gehe erstmal weiter, um zu sehen, ob wir vielleicht noch irgendeinen Collectible finden. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Wir werden jede einzelne freaking Tür öffnen und sehen, was sich dahinter folgt, wenn wir überhaupt reinkommen. Da fängt es nämlich schon an. Wir kommen hier nämlich nicht rein. Hab's mir gedacht. Na, ich bleib erstmal hier. Na, wobei, ich weiß gar nicht, links lang, rechts lang, ich habe keinen Plan. Sperrt. Aha, hier wissen wir schon, dass es zu ist. Interessant. Warte mal, heißt das, wir sind in dem Loop drinne? Oh, ein Grund mehr, das mit PT zu vergleichen gerade. Alright. Das. Stan! Ich will da nicht lang. Ich muss! Okay, na gut. Wieso habe ich jetzt den Drang, die Ghostbusters zu rufen? Who you gonna call? Danger, high voltage, okay. Ja dann. Runter. Wo zum Hölle bin ich hier?
Warte, das ist Chris. Wer ist da drin? Das ist Chris. Das sieht nach einem Muster aus. Ah, super. Aha. Keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Das ist Chris. Dann habe ich ja schon wieder falsch gelegen mit meiner Theorie. Ich wusste schon immer, dass jedes Springen, bestimmt nicht. So ein Zimmer im Haus hat. Sicher nicht. Ganz sicher nicht. Hier rüber springen, ja. Okay, ein Ring ist deaktiviert. Gut, das funktioniert. Jetzt nur noch zwei dieser Ringdinger. Zwei dieser Ringdinger. Gut, 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 gut. Okay. Das ist Nummer 1. Halt durch! Ich werde dich da rausholen! Hm. Ah, hier. Ah, ja. Und wieder Nebel. Wohl noch nie von einem normalen Ein-Ausschalter gehört. Nummer 3. Schwupp. Okay. Jawohl. Aha. Jetzt haben wir's. Der letzte Hebel. Wie geht es dir da drin? Wie geht's dir da drin? Oh, ein bisschen eng. Ich könnte was zu trinken gebrauchen. Alle Ringe deaktiviert. Okay, gibt's nichts mehr. Das wusste ich, das ist Chris. Scheiße. Ach je. Inzwischen ist wieder Hills. 1980.
Bist du okay? Oh. Wow. Was ist, junger Mann? Gar nichts. Ich, Ich helf dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was... Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff? Ja. Hast du ihn gesehen? Oh, ja, schon. Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Gut. Okay, danke. War mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Ja, Augustin macht das. Streamer continued. Das war mal ein kurzes Kapitel. Sie kamen sicher hier vorbei. Ich wäre mir hier über gar nichts sicher. Wie hat sie dich hergelockt, Linda? Was hat sie dir geboten? Nee, du schuldest mir mehr Antworten, komm. Nee, komm, ein bisschen mehr Antworten muss ich jetzt rausrücken. Ist mir egal, ob er uns mag oder nicht. Nein, stimmt nicht. Am liebsten wäre es natürlich, wenn uns alle mögen würden. Weil ich glaube irgendwann, dass das wichtig wird. Wer uns wie sehr mag und wer halt nicht. Oh. Ja, wir machen jetzt 50-50. Sie will mir Freiheit geben. So, Freiheit? Seit unserem Film damals war jeder Tag die Hölle für mich. Die Träume, die... Ich schlafe nicht sehr viel. Das ist in meine Filme eingeflossen. Wie ein Ehrenabzeichen. Aber 30 Jahre davon. Sicher war es genauso für Robert mit seinem Streifen. Und Augustin meinte, gib mir deinen Filmstreifen? Ich kann es nicht zerstören. Augustin ist mein Ausweg. Sie will auch die anderen zwei Stücke. Das von Stan und dem Mädchen. Sie heißt Maddie. Sie ist Bonnies Tochter. Bonnies? Was? Schwer zu glauben. Ich weiß, bis man ganz genau hinsieht. Exakte Kopie. Ich hätte mit Bonnie in Kontakt bleiben sollen. Und jetzt ist es zu spät. Zu spät? Bonnie ist kürzlich gestorben. So hat Maddie ihr Stück des Films geerbt. Ah. Das ist... Schade? Das ist schlimm. Naja. Oh, okay, wir können sie wieder bewegen. Kann ich auch wieder zurückgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das wäre ja auch zu leicht. Wäre ja auch Quatsch. So, und wieder gucken wir uns um für eventuelle Collectibles. Die wir nicht haben. Dafür nur verschlossene Türen. Na gut, dann rennen wir halt eben weiter. Was meintest du damit, dass das alles wegen Cedar Hills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Cedar Hills war. Und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist. Kids drehen einen Super-8-Film? Im Stahlwerk? Das Werk ist seit Jahren weg. Ich sagte doch, ich zähle keine Jahre mehr. Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Tut mir leid, aber ich war es immer. Ach, ich habe jetzt extra gewartet, damit die aufhören zu reden. Nicht, dass wir dir irgendwie was Wichtiges dadurch überspringen. Ach, die wollen nicht. Was ist? Ah, nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Ah. Muss sie finden. Muss sie finden, bevor... Himmel senkt sich wieder und es ist... Ah. Beutel oder Tagebuch? Beutel sieht aus wie eine Schusswaffe. Ihr sagt Tagebuch.
Okay, dann stimme ich jetzt zu. Stimmt euch jetzt mal zu. Ich denke mal, Beutel wird einfach nur eine Schusswaffe sein. Oh! Alter! Entdeckung. Der Entitus. Ja. Schnell zurückstecken. Ganz ruhig. Ist schon gut. Sam. Dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden. Jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Wow, ist das nett. Stützen, ich helfe Sam. Na komm. Unterstützend. Ist aber interessant, dass wir diesmal noch eine dritte Möglichkeit haben. Bitte nicht wieder einfach so ein Fähigkeitscheck. Ja, da wäre ich wirklich sehr verbunden. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Aber ich wollte mich selbst überzeugen. Ich helfe dir, Sam. Was auch immer Augustin plant. Gut ist es nicht. Richtig. Sam? Und weg ist er. Sam! Ja, Sam? Toll. Hallo? Ja. Wo bist du hin, verdammt? Sam, komm schon! Sheriff Green? Ach, jetzt kann man auf einmal förmlich sein, ne? Erst mit Jens mit dem Vornamen anquatschen und dann bloß Sheriff Green. Wo sind's denn hin? Ach komm, was, wir waren ja schon hier. Was renne ich denn zurück? Ich bin doch blöd. Komm hier, da ist grünes Licht. Ach Mensch, ich bin gerade mal ein bisschen spannend. Durchsuche das Archiv. Okay. Also das ist... Ach, guck mal. Auf jeden Fall etwas. Haben wir schon wieder was von... Nö, scheinbar nicht. Es fehlen noch zwei Dinger. Moment, heißt das, dass es nur noch zwei Kapitel gibt? Sag mir nicht, dass ich das jetzt schon durchspiele. Halt! Murder Mine. Okay. Ich will eine Tiefversion von Murder Mill. Ah, ja, sie hat ja irgendwas von Zeitlinie gesagt, ne? Eine neue Zeitlinie, eine neue Chance. Hat Augustin ja gesagt. Also in irgendeiner Zeitlinie. Okay. Eine Sammlung von Requisiten, die sie gerne dem Mörder nicht ganz... Ah, ja, ja. Ich verstehe schon. Ah, noch eine Puppe. Jetzt heb halt auf, das Scheiß. Ach, die Nurse! Und ich dachte, merkwürdiger kann es nicht werden. Oh, ich würde die auch sammeln. Wenn es sie gäbe, ich würde sie mir kaufen. Ich würde es tun, Leute. Ich würde es einfach freaking tun, ne? Na, na, ni, na, 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 na. Okay. Hier. Hallo? Hier rum? Hallo? Nicht immer festhängen. Hier vielleicht? Nö.
Ah. Ich kann mir was ansehen. Das ist eine Lampe. Was ist denn der jetzt so besonders? Braucht ihr wirklich Licht? Eine Lampe scheint nicht mehr zur Zeit, um diesen Ort zu starren. Ah, okay. In Ordnung. Von mir aus. Na, dann machen wir mal weiter. Ah, das ist der Film. Bonnie war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Stimmt, ja. Das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Das finde ich gut, das Bild. Wieso heißt der Film überhaupt Murder in B, wenn es eigentlich in einem Stahlwerk spielt? Verschiedene Versionen. Ganz ruhig. Was machst du da? Der Brief ist vertraulich. Er hat nichts mit dir zu tun. Wie oft zu lügen. Wer ist Logan Chan? Das wäre eine gute Frage. Lieber auf zu lügen. Wer ist Logan Chan? Linda! Lüg mich nicht an, verdammt! Ich hatte Frank Stone im Stahlwerk ausgeschaltet. 1963. Und dachte, alles wäre vorbei. Doch seitdem hat nichts in meiner Welt Sinn ergeben. Und auch in keiner anderen. Einfach alles führt zu dieser einen Nacht zurück. Und ja, ich habe ihn erwischt. Aber währenddessen erhaschte ich einen Blick auf etwas Größeres. Und Stone war nur ein Teil von etwas viel Schlimmerem. Ich fürchtete, das Unausweichliche nur hinausgezögert zu haben. Dass ich nur eine unbedeutende Reflexion der wahren Geschehnisse war. Und das machte mich wahnsinnig. Letztlich führte es mich zu Logan Chan und den Imperiati. Sie halfen mir zu verstehen, was ich gesehen hatte und tun konnte. Und was ich aufgeben musste. Dir ist klar, dass du wie ein durchgeknallter Irrer klingst, oder? Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein,
Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Kein einziges Datum in deinem scheiß Tagebuch stimmt. Es ist völliger Irrsinn, außer... Da bist du. Mit falschem Alter. Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Alternative Realitäten. Das Marvel Universe. Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität. Eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gebannt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen. Mm-hmm.